Ja, hallihallo, liebe Motorradfreunde. Hi. Hier sind zwei Personen, mich kennt ihr vielleicht schon. Und den jungen Mann, naja, vielleicht kennt ihr den einen oder noch auch. Ich glaube nicht. Also außer er verfolgt euren Kanal. Genau. Dann selbstverständlich. Genau. Das ist Ole. Moin, Ole. Moin, Dietmar. Wie geht's? Hervorragend. Ist voll link, da wo du stehst, du weißt jetzt nicht, wo du hinpumpen sollst. Das ist so blöd. Und hinter mir steht eine Harley, eine falsche Bewegung, ich schmeiß 40.000 Euro in die Grube hier. Schlimm. Genau. Ja, so. Wir sind hier bei Harley Davidson in Kiel. Wir haben gerade einen Test gemacht. Den ersten Test, den Ole mit uns gemacht hat. Ja, ne? War super. Genau. Mega. Ole ist nämlich einer der neuen Gastmoderatoren. Oder was heißt einer der neuen? Ole ist unser neuer Gastmoderator, Nummer 5 mittlerweile. Schön. Kennengelernt haben wir uns, erzähl du mal. Ja, war ganz lustig. Also ich verfolge den Kanal motorradtest.de bei YouTube und irgendwann war da so ein Aufruf, Leseraufruf nennt sie das immer. Ich bin hier, fühle mich ja mehr als Viewer, ne? Aber okay. Und da hieß es dann, wollt ihr eure Maschine vorstellen, habt aber keine Lust, das selber zu machen. Wollt ihr mit mir zusammen moderieren, mit mir zusammen, mit Dietmar, dann meldet euch. Habe ich sofort gemacht. Genau. Und bin mit meiner fantastischen... etwas älteren XL600V Transalp, Achtung, ich sag das hier auch bei Harley, eine Honda von 99 dahingeschraddelt und da haben wir, finde ich, ein super lustiges Video gemacht. Genau. Und das hat uns sehr gut gefallen und nicht nur uns, sondern auch viele Leser haben, und das fand ich echt lustig, haben dann auch geschrieben, irgendwie, Mensch, der Ole ist ein geiler Typ, der würde super ins Team passen. Hat mich ein Vermögen gekostet. Ach so. Ja, was war das? Tante Gerda. Nee, und dann haben wir uns halt überlegt, Mensch, eigentlich können wir das wirklich mal ausprobieren. Und deshalb ist Ole jetzt ein weiterer Gastmoderator. Freut mich total. Jo, mich auch. Das Schöne ist auch, du wohnst hier in der Nähe von Rendsburg. Ich bin Rendsburger tatsächlich. Rendsburger. Ich lebe da. Jo. Okay, alles klar. Das heißt, Ole kommt immer für uns in Frage, wenn wir irgendwie im Norden testen, dann müssen wir so eine weitere Anreise. Zum Beispiel heute in Kiel oder auch vielleicht in Lübeck oder in Dänemark, Schweden, Norwegen, Grönland. Und immer, ne, da, wo wir, wenn wir mal im Norden sind. Also Grönland finde ich total spannend. Ja, genau, dann sagen wir dir Bescheid. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was machst du? Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin geborener Rendsburger, war lange Jahre in der Weltgeschichte unterwegs. Stimmt gar nicht, war die letzten 7, 8 Jahre in der Weltgeschichte unterwegs. In Stuttgart und in Hannover für Radiosender beruflich viel gemacht, war aber von der Familie getrennt. Das ging mir tierisch auf den Senkel. Mhm. Und dann habe ich den ganzen Krempel hingeschmissen, bin zurück nach Rendsburg gegangen zu meiner Familie und erfinde mich gerade beruflich neu. Aha, aber okay. Wie man hört, ich habe was mit Gesprächen zu tun. Ja. Vertriebler? Ohne Rede genauso gern wie ich. Also ich habe viel Vertrieb gemacht, Personal geführt, wir haben Radiowerbung verkauft. So, das war so mein Job, das habe ich gemacht. Und, warst du zufällig bei Mark X, Mars 3, es gab von Delta Radio. Es gab früher Mach 3. Mach 3, genau. 15 Jahre Vertriebsleiter. Nein, das kann nicht wahr sein. Echt jetzt? Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, doch. Wieso? Kennst du das irgendwie? Ja, natürlich kenne ich das. Aber reden wir nachher mal drüber. Ist egal. Das kann nicht sein, ey. Naja, okay, gut. Also ich habe für private Radiostationen, haben wir im Team Werbung verkauft an lokale und regionale Unternehmen. Ich muss jetzt auf die Bremse treten. Das ist so ein Automatismus, wenn es um Radiowerbung geht. Blablabla. Geht's immer weiter. Drei Stunden haben wir gemacht. Später. Alles super, ich liebe das, auch trotz Internet etc. pp. So, aber jetzt bin ich wieder hier, das ist erstmal super. Lebt von der Substanz und muss mal sehen, dass ich irgendwann wieder anfange zu arbeiten, aber da arbeiten wir auch dran. Und wenn du nicht arbeitest, fährst du Motorrad zum Beispiel? Ja, absolut, total. Erzähl mal ganz kurz, welche Bikes hattest du bisher so? Echt jetzt? Ja, muss ja eine Auswahl. Also gut, ist das so viel, oder? Beginnen wir mal nach den Kleinkrafträdern. Nein, eigentlich nicht. Also der Start war auf einer Kawasaki LTD 250, gefolgt von einer Honda CM400T, gefolgt von einer Yamaha DT175, gefolgt von einer Boldor, von einer Yamaha XJ550, eine XJ600, Harley Sportster 1200er Sport. Nee, tatsächlich? Ja, von 2001er Baujahr. Ich habe mich dann 2005 weißt du auch so bescheiden gekauft. Was haben wir denn da noch gehabt? Ach, da war dieses Triumph Speed Triple. Oh, ich habe sie geliebt. Leider ist sie verstorben. Ja. Schade. Die hat mehr Öl gebraucht als Benzin. Das war nicht gut. Achtung, mein Highlight. Sehr unterschätztes Bike, kann ich jedem empfehlen. Ja. Schmalster Geldbeutel, funktioniert. Achtung, eine Suzuki GS500e. Ja. Toll. Ja, natürlich. 4 Jahre gefahren, war sehr glücklich, kostete gar nichts, war immer da. Irgendwann ist ein Student gekommen, hat mir 1.000 Euro dagelassen und ist mit Tränen in den Augen vor Glück wieder gegangen. Das war Markus wahrscheinlich. Möglich. Also es ist war wirklich super. Und eine SV650 von Suzuki noch. Sag mal, das wusste ich gar nicht. Also ich muss mal dazu sagen, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich euch
nicht glauben, aber wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig gequatscht. Irgendwie. Du kannst Zeit wandern. Gallo, wir müssen hier drehen. Bitte. Genau. Okay, also du hast schon offensichtlich ganz viele Motorräder gehabt. Mhm. Das ist ja sehr erfreulich. Jetzt schnall dich auf, warum du so viel Ahnung hast. Also gut, von daher passt Ole schon mal ganz gut ins Team, würde ich mal sagen. Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen bei deiner Aufzählung. Doch, aber mach nichts, die anderen können wir weglassen. Okay. Und was machst du sonst so? Hast du irgendwelche, haben Sie irgendwelche Hobbys? Es ist tatsächlich so, nein. Okay, Motorradfahren. Ja, also ich habe natürlich meine Familie, das ist super. Kinder sind inzwischen größer. Ich habe eine tolle Frau, auch die erste und immer noch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee. Das ist mir auch wichtig. Ich mache ein bisschen Sport. Also ich nenne es mal Bewegungstherapie, sonst ist es ganz schlimm. Was denn? Na komm. Ich gehe in die Muckibude. Ach so. Okay. Also ich gehe in die Muckibude und ich fahre so viel Rad wie geht in der Stadt. Also kein Auto mehr, sondern Fahrrad, auch Bio. Mhm. Sehr gut. So, um mich zu bewegen. Und ich merke das auch, wenn ich 2 Wochen keinen Sport mache, dann wird mein Rücken wieder ganz schräg und so weiter. Ich muss mich unglaublich viel bewegen und mache dann 3-mal pro Woche Sport, wenn es klappt. 2-mal auf alle Fälle. Mache da meinen Parcours. Und ansonsten das, was Familienväter halt tun, ne? Auch wenn die Kinder größer sind. Wie jetzt, wo ich zu Hause bin, ich koche, ich kaufe ein, ich putze, ich bin für Klempner und Installationsarbeiten zuständig, den ganzen Müll rausbringen, den ganzen Scheiß. Und zwischendurch versuche ich mich beruflich neu aufzustellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht als Hausfrau und Vater. Genau, Leute, das ist so. Ich bin ja auch Papa von 2 Töchtern und das ist echt anstrengend, ne? So als Mann heutzutage. Muss man echt mal so sagen. Es wird alles gefordert. Wir sind ganz arm dran. Total arm dran. Liebe Frauen, also wenn ihr das jetzt seht, dann seid mal ein bisschen netter zu uns. Ja. Ne? Also ich meine jetzt nicht meine eigene und deine Frau, sondern überhaupt Frauen im Allgemeinen. Ja, aber so ein bisschen, die Frau im Allgemeinen kann sich... Jetzt wird's schwierig, pass auf. Kann sich freuen, dass es so tolle Typen wie Dietmar und mich gibt. Genau, ne? Genau. Vielleicht im Design mit ersten Gebrauchsspuren, aber ansonsten freundlich und zuvorkommend. Genau. Ja, nee, ansonsten tatsächlich, was mir Spaß macht seit 1,5 Jahren, ist der Versuch des Videoschnitts selber. Ach, tatsächlich? Ich tüdel mit GoPros halt rum. Und, aber sag mal so, wirklich... Also ich bin letztes Jahr in Urlaub gefahren, ich habe meine GoPro mitgenommen, ich hatte einen Akku, ich hatte eine GoPro, ich hatte nur das Außenmikro. Toll. Es sind wunderschöne Bilder, ein beschissener Sound und schneide rum und quäle mich mit so einfachen Schnittsoftwareprogrammen. Das ist ja auch interessant, dass du auch Videoschnitt machst, Mensch. Das wird immer interessanter. Wir kennen uns gar nicht. Mir macht das tierisch Spaß und ich habe früher, als die Kinder klein waren, ich hatte halt, das machst du heute mit dem Handy, das war damals so ein Camcorder, dann hast du irgendwie dem freundlichen Händler 500 Euro gegeben, hattest so ein Oschi und konntest dann völlig verpixelte Bilder machen. Und das ist dann als... Video 8 wahrscheinlich, mit Band noch, ne? Oder? Ja, tatsächlich. Ja, genau. Zwischen, sagst du was? So kleine Tapes waren das. Ja, und dann erstmal überspielen. Ja, richtig. Digitalisieren. Oh, auf, Und da haben wir dann geschnitten und das, als die Kinder dann größer wurden, hörte das auf. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich habe zu viel YouTube geguckt, ich fand das so geil mit den Fahraufnahmen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, wenn du immer deine Hausstrecke fährst und die 8-mal gefilmt hast, werden die Aufnahmen nicht zwingend besser. Aber hast du denn einen eigenen Kanal? Nee, du hast es nur für dich gemacht. Also ich habe tatsächlich einen Kanal, aber der ist nicht, wie heißt das denn, das ist ein Hobbykanal, den treibe ich nicht an. Sollen wir den jetzt hier mal probieren? Nein, lass mal. Ja, okay. Den treibe ich nicht an. Wir blenden jetzt mal nichts ein. Nein. Das ist für Family und Friends. Das ist so das Hauptding, weil da übe ich mit. Also du kennst das besser als ich, die Algorithmen von YouTube. Wie funktioniert der eigentlich? Worauf springt er an? Worauf springt er nicht an? Bis hin. Das verrate ich dir aber nicht. Nein, das ist gut. Das ist Wissen hier. Also wie machst du das Ganze? Wie baust du das auf? Was schreibst du in die Beschreibung? Und dann letztendlich auch ganz banal, wie schneidest du ein Video? Und zwar so, dass das nicht nur für dich ganz toll ist, sondern auch für die anderen. Und also da muss man ehrlich sagen, das wird gerne unterschätzt. Ich glaube auch, wenn man solche Videos guckt, ich meine, das ist jetzt hier kein Video, aber so ein Testvideo zum Beispiel mit 1010, da denken die Leute immer, das kann ich auch. Und wenn sie es dann einmal machen, dann ist aber sofort Feierabend. Du hast ja auch die Schnittarbeit noch. Und vor allem, man muss auch eine Idee haben, du musst einen Plot haben, du musst ganz viele Szenen haben, du musst immer auf den Ton. Ja, das ist wirklich, ne? Entschuldigung, da muss ich kurz insistieren. Ja. Genau das, was du sagst. Ich habe mir dann irgendwann, weil mir das mit dem Sound zu blöd war, habe ich dir vorhin gezeigt, so ein Mikro in den Helm gebaut und so weiter, auch ein vernünftiges gekauft. Aber du fährst dann, hast nichts zu sagen. Mhm. Und unterm Helm hast du trotzdem keinen Motorensound. Also ich fahre eine Honda, da hörst du nichts, die surrt nur. So, das heißt, wenn du dann filmst, sollst du auch was zu sagen haben. Das Lieblingszitat, ich zitiere mal Becky, eine Freundin von mir, die sagte, Ole, super Video, passiert da auch noch was. Ne? Und deshalb. Warum soll ich mir das jetzt? Genau. Na gut. Okay, Ole. Ich finde das super. Irgendwie, ich freue mich total, dass du dabei bist.
Und ja, also wenn ihr jetzt auf dem Kanal noch mal einen kleinen Moment Geduld habt, wahrscheinlich schon morgen, findet ihr den ersten Test, den Ole und ich heute zusammen gemacht haben. Harley Davidson Nightster Special. Geile Karre. Hat auf Anhieb alles geklappt. Hat irgendwie ein bisschen länger gedauert als sonst, aber völlig egal. Für den ersten Test war das super. Ne? Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja, damit grüßen wir euch aus Kiel. Jo. Einen schönen Tag. Ne? Aber. Und schaut mal rein bei Ole. Ne? Ja. Tschüss.